Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Code Vein. Jetzt, wir legen jetzt dieses Mal direkt los, klettern die Leiter hoch und auf geht's. Wir wurden gefangen genommen, ihr wisst das bestimmt noch von der letzten Folge. Ich glaube nicht, dass ihr einfach so in der zweiten bzw. Anführungszeichen dritten Folge einschaltet. Deswegen muss ich ja nicht viel erklären. Ich bin gespannt. Also wir wurden gefangen genommen, wir sind tot gewesen und sind jetzt Wiedergänger. Höchstwahrscheinlich können wir nicht sterben. This one's dry. The miasma's pretty thick. Damn it! We're running out of time before the next collection. Everything's ready. Right, I'm on my way. All dried up, just like the others. Yeah, all dried up. So there's no sense in searching with the miasma like this. Let's... You know what these are, right? Blood beads, right? Yes, very good. Now I want you to search for blood beads in the tunnels ahead of here. You see, it's only a short time before the collectors come to take our levy. But once they do, I'm afraid we won't have any blood beads to give them. If we don't find some, Silva's hounds will strip the shirts right off our backs. Well, that's the long and short of it. Why does it have to be us? Don't ask me. The stupid levy system was Silva's idea. If you have a complaint, I suggest you take it up with him. You lot go first. Get to work. Ich freue mich schon darauf, die alle umzubringen. Don't. There's a better time and place. For now, we just have to obey. Next! Whoa there! You wait here with us. You can have this one back when you return. In exchange for any blood beads you find, of course. Oh, and I hear the Hunter has been showing up around here lately. So make sure you don't all get killed. Ich will nicht wissen, was sie mit dir vorhaben, die Arme. You heard him. Move it! Ouch. Hey, you okay? It looks like we can't get back up from here. We'll have to look for another way back. Oh, I'm Oliver Collins, by the way. Nice to meet you. Wie kann man nur so einen scheiß Namen haben? Oh Gott, ich hab eine Rohrzange. Alles ist gut. Okay, hier können wir, das sind unsere Leuchtfeuer. Stufenaufstieg. Erwirbt Talente. Okay, es gibt Kämpfer, Ranger. Und Zauberwürger. Was haben wir aktuell drin? Kämpfer. Ich würde sagen, darauf bleiben wir auch. Sure, I can wait. Ja. Ja, jetzt chill mal. Lass mich kurz. Okay, hier Angriff, ausweichen. If that ladder was down, we could get up. Was ist das für ein Dodge-Skill? What? Dreifache Animation. Entfesselt deine Combo aus dem Angriff auf sie. Zweihandschwert, Hammer. Heilendes Opfer. Du kannst Blutkurz nicht ändern, wenn Talente für mich benutzt. Verbraucht deine eigene LP, um die LP vom Begleiter zu. Nee, erhöht zeitweise deine Angriffskraft. Das sind die passiven. Die maximale LP. E-Core. Eine kleine Figur von voller E-Core. Benutze sie, um eine kleine Menge E-Core zu erhalten. Das sind die Items hier unten, schätze ich mal. Das sind unsere aktiven, wo wir belegen können. Hier sind unsere passiven Fähigkeiten. Steht auch dran. Okay. Und hier ist unser Hauptblutcode. Da wird es wahrscheinlich noch mehr geben, außer die drei, hoffe ich doch mal. A dead lost. I've never seen one before. I say dead, but they're not really dead. It's just a dormant state before they turn into real monsters. Or so I've heard. Sometimes it takes years for the transformation to start. So we can just leave them. Wir ignorieren. The
enemy? Oh mein Gott, ist das geil, diese Animation, ey. Ich krieg. Ich krieg natürlich nicht das, was ihr denkt. Ich krieg hier Freuden. R2 halten, Talent benutzen, das ist klar. Nice. Und der andere ist schon tot. Nichts gedroppt? Okay. Wow. Hier liegt noch was rum. Will that come in handy? Verlustsplitter. Regeneration, Einsatz, Aufwerten. LP stellst du durch Regeneration wieder her. Rasten am Misteln füllt die Regenerationswerte. Regenerationsvorrat auf. Die Anzahl der Regenerationen und die Menge, die du hergestellten LP, erhöhst du, indem du Regenerationserweiterungsfaktoren und Aktivierungsfaktor benutzt. Regeneration setzt du unterwegs wie Gegenstände ein. Mit linker oder rechter Gegenstand benutzen. Gegenstand auswählen und runters benutzen. Okay, das kriegen wir hin. Danke. Schließen. Okay, so sprinten wir. Please don't fall. Wie war das mit dem Starkschlagen? X, gell? Ja, es war X, okay. Oh, eine Kiste. Is there something good in there? Eine schwere Axt. Macht physisch deutlich mehr Schaden. Wir nehmen die mal. Oh, nice. Which way do you think is better? Jedes Stück Ausrüstung hat Mindestanforderungen an deine Werte sowie ein Gewicht. Überschreitest du deine maximale Lastgrenze, kannst du Angriffe schlechter ausweisen. Erfüllst du die Wertanforderungen nicht, verringert sich deine Angriffskraft drastisch. Ausrüstung änderst du über den Menübildschirm. Du kannst sowohl eine Hauptwaffe als auch eine Nebenwaffe ausrüsten. Diese Waffen lassen sich wechseln, ohne dass du dafür extra das Menü öffnen musst. Nach oben hin. Okay, das ist klar. Wow, that's scary. Wir gehen mal nach links. Wiedergewinn von Dunst. Wenn du stirbst, verlierst du sämtliche Dunst, den du aktuell besitzt. Du kannst dir diesen verlorenen Dunst zurückholen, indem du wieder zu der Stelle gehst, an der du gestorben bist. So lässt sich aber nur der Dunst zurückgewinnen, den du im Moment deines Todes bei dir hattest. Stirbst du erneut, bevor du ihn einsammelst, ist der nicht eingesammelte Dunst für immer verloren. Wo steht mein Dunst eigentlich? Ach, da unten. Nice. Die Axt ist nice. Mann, ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Da geht's, glaube ich, weiter. Wir gehen jetzt mal nach links. Wooden boxes. Who stacked them here? Oh mein Gott. Es weckt mich halt. What's that doing? Konzentrat. Hier ist sonst nichts mehr, okay. Hier kommen wir auch nicht weiter. Fokussierter Zustand. Deine Fokusleiste füllt sich, wenn du getroffen wirst oder Angriffe ausweicht. Ist sie voll, ist die Ausdauer aufgefrischt und du bist fokussiert. Du gerätst seltener ins Wanken und kannst Gegner leichter ins Wanken bringen. Du kannst Gegner in die Luft katapultieren, um einen Entzugsangriff auszuführen. Eins und Dreieck. Okay. Oh, der kämpft da schon weiter, super. Und ich treffe nicht einmal, das ist super. Der macht alles allein. Toll. Ja, yeah, ich habe meine Talente gemeistert, super. Ich habe nicht mal was gemacht.
Wir gehen hier noch nicht rein. Wir gehen hier noch nicht rein. Ich will noch ein bisschen umgucken, mich umgucken. Oh, da ist noch eine Kiste. Bajonett des Verlorenen. That girl, she's your friend, right? We should find some blood beads and go back for her quick. Ich mag schnellere Waffen mehr. Wir nehmen jetzt mal die. Falling here would be seriously bad news. So, wir gehen mal darüber. Ich würde gern alles mitnehmen. What's that? Boah, das sieht so nice aus. Ich könnte das mir den ganzen Tag angucken. Altertümliches Material. Whatever you can to survive. Gott sei Dank sind wir hier noch entlang gelaufen. So, jetzt gehen wir zurück. Ah, okay, da ist meine Ausdauerleisten, die habe ich noch nicht gesehen. Der Typ ist voll stark. Ich will nicht, dass der mir hilft. Der macht das nur einfacher, das Spiel. Aha, ich hab's genau gesehen, ja? Ich hab dich gesehen. Jetzt sagst du nichts mehr, hä? Da, wie ich's entdeckt hab. Oh mein Gott. Ja, gar kein Problem. Okay, immer mal wieder zielen drücken. Gott sei Dank haben wir den da oben echt gesehen. Das wäre übel ausgegangen. Hochklettern. Ja, wir müssen Swipe Karte anlegen. Wenn du deine Erkundungen Mias... Was? Wenn du auf deinen Erkundungen Miasma in der Gegend neutralisierst, kannst du eine Karte der Umgebung anlegen. Miasma lässt sich wie folgt neutralisieren. Aktiviere eine Mistel, läutere eine fauligen Mistel, besiege die Verlorenen, die von einer fauligen Mistel infiziert werden. Okay. Karte der Umgebung. Oh, nice. Info zur Steuerung und Tipps für die Forschung findest du jederzeit im Menü. Okay. Ist hier ein Secret? Hier ist bestimmt ein Secret. If we get ambushed, it's all over for us. We're at a disadvantage here. Nice. Great work. Danke. Ich will hier nicht runterfallen. Hier ist einfach nichts. Sag nicht, ich bin richtig gelaufen, jetzt wo die Sequenz kommt. Oh, didn't they pass us earlier? Are you okay? Did you get hurt? Warum hat man das nicht gesehen? That could have gone better. I'll catch up with you in a bit. Don't worry about me. I'll be all right. Go on. Ich dachte, er ist gedodged. You just focus on finding some blood beads, all right? That girl is waiting for you. Don't worry about me. Wir gehen noch mal zurück. Jetzt bin ich endlich mal ohne den. Ich brauche den nicht. Es steht mir nur im Weg. So, weil hier ging es noch nach rechts. Die Truhe.
Effekte von Blutschleiern. Die Stärke von Talenten und Entzugsangriffen hängt von dem Blutschleier ab, den du ausgerüstet hast. Blutschleier beeinflussen auch die Skalierung von Werten und den Entzugswerten. Setzt du zum Beispiel feuriges Gribrüll mit einem Blutschleier ein, der eine hohe Effizienz für dunkle Talente gewährt, fällt der Angriff stärker aus. Okay. Macht meinen Entzugsangriff schwächer, Skalierung besser, Verteidigung, ich habe keine Ahnung, ist aber leichter. Hohe Resistenz gegen Statuseffekte. Sehe ich auch anders aus jetzt? Oh mein Gott, das ist so ein... Nein, nein, sorry, aber der sieht so scheiße aus, den kann ich nicht tragen. Wir gehen nochmal zurück. Waren wir hier eigentlich schon? Können wir schon Stufe aufsteigen? Steht da auch dabei, wie viel Dunst es braucht? Der Dunst belebt deine Körperzellen und verbessert deine Kampffähigkeit. Okay. Ah ja, Dunst verfügbar, nötig für den Aufstieg. Okay, er wird Talente. Adrenalin. Können wir das noch mehr erhöhen? Das ist die, wo wir haben und die können wir dann erlernen. Okay. Steht es auch da, wie viel das kostet? 560. Blutschutz erzeugt eine temporäre Barriere um dich und deinen Partner, die den Blutwiderstand erhöht. Reduziert die Verbrauch der Ausdauer während der... Okay. Lassen wir erstmal. Was kann man da eigentlich noch so machen? Lager, Teleport-Tutorial. Okay. Ich bin mir sicher, dass wir hier am Anfang waren. Zumindest werden die Schritte da angezeigt. Hier ist nochmal die Mistel gewesen. Okay, also waren wir hier echt? Was ist hier? Und da sind wir auch entlang gekommen. Okay. Wir gehen wieder. Ich will halt einfach nichts verpassen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Der Typ ist bestimmt wieder da, ja. Das ist so nice, ey. Und das ist so overpowered. Chemisches Licht. Der chillt da sein Leben. Hier müsste das Licht mal 10. Das ist auch echt nice. Verlustsplitter. Oh mein Gott! Ich hab ihn von hinten erwischt. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Angst. Verlustsplitter S. Okay. Oh. Ich will noch gucken, was hier noch ist. Wie? Okay. Ich bin fokussiert. Aufnahme. Wow, wie schwierig. Juhu. Wir gehen nochmal zurück. Ich will nichts verpassen. Dolch. Oh, kann ich den ausrichten? Rüsten? Ist das eine Waffe? Nee, okay. Wie? Ach, kein Geschrei. Ich bin hinter dir. Danke.
Okay, ich bin unbesiegbar während dieses Angriffs. Das ist schon mal gut zu wissen. Nice. Altertümliches Material. Das sind wahrscheinlich alles Erwecker MJ08. Das sind wahrscheinlich nachher alles Crafting-Sachen, wenn ich mich nicht irre. Was macht das denn? Eine kleine Fiole voller E-Core. Benutze sie, um eine kleine Menge E-Core zu halten. Das brauchen wir ja erst. Und nicht durch eine klassische Wurfwaffe. Chemisches Licht leuchtet den Weg. Blut befleckter Pflock zerstreut deinen Körper. Ist nach Benutzen nicht aufgebraucht. Aber all dein Dunst geht verloren. Nadel der Einheit. Bringt dich beim Multiplayer in der Nähe des Wiedergängers. Nein, danke. Ein Aktivator mit den inaktive Fähigkeiten in einem Blutcode erweckt werden können. Okay, die brauche ich wahrscheinlich, um die Fähigkeiten zu aktivieren. Ich verstehe schon. Okay, hier wären wir dann. Da liegt noch was. Da kommen wir, glaube ich, eh noch entlang. Was stand da gerade? Ich habe keinen Platz, das wurde ins Lager gemacht. Wir nehmen jetzt mal einen Hierpot. Oh mein Gott! Ich würde sagen, wir nehmen mal die Adrenalinfähigkeit, um zu gucken, was die so macht. Nice. Ja, genau. Danke. Hat er noch was gedroppt? Nee. Mein Gott, ja, raste bitte aus. Danke. Verlustsplitter. Regenerationserweiterungsfaktor. Oh, Secret, Secret. Also kommen wir doch nochmal hier raus, dann können wir nochmal unten gucken, ob ich hier was verpasst habe. Spiel leckt gleich, ich glaube, ich muss... Die Grafik... Ich kann eigentlich nicht... Das, wie kann das überhaupt sein, dass das nicht auf 60 FPS läuft? Das gibt überhaupt gar keinen Sinn bei meinem PC. Und dass ein Spiel schlecht optimiert ist? Nein, oh mein Gott, was stehst du da? Stufenaufstieg. Ja, ja, ja. Erst mal gucken, ob hier irgendwas ist. Oder liegt noch was? Regionaler Wimpel. Wollte ich schon immer mal haben. Karte der Umgebung freigeschaltet. Mistel ausruhen. Stufenaufstieg. Wir machen natürlich erstmal zwei Level. Die Leute respawnen, wenn du an den Mistel 2 gehst. Okay, gut, dass man das schon mal weiß. Oh mein Gott! Stirbt er davon? Nein. Oh mein Gott. Aua. Weißt du was? Oh nee, doch nicht. Königlicher Schlechterdorn. Ein Blutschleier von Truppen der Operation. Königin Schlechter. Stärkt alle Talente. Ja, da merke ich viel von. Verteidigung geht hoch. Waffe wird bewegliche Waffe +1.
Und sie sieht gar nicht so schlecht aus. Ah, und dadurch geht meine Beweglichkeit so hoch, dass ich den hier machen kann. Okay, dann kann ich besser abrollen. Ich sehe schon. Wir recken uns kurz. 800 brauche ich noch. Steht jetzt wieder da? Wir töten jetzt nochmal, weil ich will ein Level up. Ich hoffe, das ist okay für euch. Viel zu langsam, danke. Oh mein Gott, was ist das? Das sieht unglaublich geil aus. Ich möchte das nochmal machen. Von was ist es abhängig? Oh mein Gott, das sieht so nice aus. Das ist aber nicht vom Dings abhängig, oder? Von der Klamotten. Oh mein Gott, das ist so nice. Ey, das war ja, das sieht's. Oh mein Gott, ich bin richtig hyped. Wir ruhen kurz aus, machen das Level ab. Danke. Ich bin richtig hyped. Oh, hi. Oh nee, du willst mit mir mitlaufen, gell? Wenn ich zu dir gehe. Hi. Are you a fellow explorer? It appears you're alone. I'm on my own at the moment too, but I was hoping for a partner for the path ahead. What do you say? Would you mind working together? At least until we're through here? Don't worry, I'm not gonna stab you in the back. The miasma and the lost here are enough trouble as it is. Will ich seine Hilfe? Ja, okay. I'm glad to work with you. Komm halt mit. Ich will eigentlich nicht, aber er darf mit, ausnahmsweise. Aber auch nur, weil ich sonst Angst habe, dass er hier alleine stirbt und das wollen wir nicht zulassen. Wir gucken erstmal. Oh mein Gott, da war ein Secret. Ich hab's genau gesehen. Ein Secret. Secret, Secret, Secret. Would have missed that. Ja, mir ja eigentlich auch nicht. An ambush. Hab dich nicht. Enemy above us. Oh mein Gott. Wie kam der bitte schön so schnell da hoch? Ah, da. Geh mal mit. Mann, ich wollte mein Special machen. Bayonet ist verloren. Gleich mal gucken. Ach, das ist das gleiche nochmal. Wow. Wow, Wahnsinn. Also, Hammer. Damit rolle ich nur noch. Okay. Das wollte ich nur nochmal testen. So. Ein großer Mistelzweig. Wer will schon Leitern benutzen? Blutquelle aktivieren.
Blutquelle. Dein Blut besitzt spezielle Eigenschaften, die vertrocknete Blutquelle aktivieren können. Nach der Reaktivierung produziert die Blutquelle erneut Blutperlen. Diese Blutperlen entsprechen in ihrer Zusammensetzung menschlichem Blut. Wiedergänger stillen mit ihrer Hilfe ihren Blutdurst. Okay, und das hilft was genau? Habe ich die zum Inventar? Could that really be? Verlustsplitter. Gewährt. Dunst. Ach, das gibt mir Dunst, die Dinger, die ich da finde. Okay, die Splitter. Okay, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Das ist doch ein super Punkt, um das zu beenden. Der seine Waffe ist übrigens cool. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei bei Code Vein. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Tut mir leid, ich werde nicht so oft sterben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bye, bye.